Herzlich willkommen, hallo, zu dem heutigen Thema. Wie sollte man vielleicht lieber nicht unterrichten? Wie komme ich drauf? Momentan ist viel die Rede von Kinderschutz, von Präventivmaßnahmen und so weiter und so fort. Und ich finde einfach die Methode, wie manche oder in meinen Augen auch viele Lehrer ans Unterrichten rangehen, leider sehr, sehr konservativ. So, was meine ich damit? Es fängt allein damit schon an. Ich sehe es ganz oft, dass Lehrer ihre Schüler eigentlich nur als Arbeit betrachten. Ja, wir Lehrer arbeiten. Man glaubt es immer kaum, aber wir arbeiten. Aber wenn du anfängst, deine Schüler als Arbeit zu betrachten, dann läuft in deinem Berufsleben irgendetwas falsch. Weil arbeitest du dafür, dass du auf Biegen und Brechen Schülern etwas beibringst, oder arbeitest du, also Deutsch schon mal nicht, in meinem Fall, oder arbeitest du dafür, dass du Schülern etwas fürs Leben mitgibst. So. Ich finde es immer ultra schade, wenn ich sehe, dass Lehrer teilweise auch wirklich einen guten Unterricht eigentlich abliefern, aber dann, sobald ihnen die Schüler auf dem Flur begegnen, so, kenne ich dich? Nein. Wo ich denke, warum? Warum? Ich gebe meinen, oder versuche, ich weiß ja nämlich nicht, ob es funktioniert, aber zumindest bekomme ich bisher sehr gutes Feedback in meiner noch nicht sehr langen Berufslaufbahn. Ich versuche immer, den Schülern zu vermitteln, ey, okay, ich bin dann dein Tutor, alles klar, ich bin dein Mentor, okay, aber wir sind ein Team. So, das heißt, hierarchisch gesehen stehe ich über dir, das ist mir aber eigentlich ziemlich egal, weil wir arbeiten zusammen und, yo, sind dann hoffentlich auch beide mit dem Ergebnis zufrieden. Und wenn du was anders haben möchtest, dann sag es um Gottes Willen. Und was, glaube ich, auch nicht in diversen Lehrerköpfen ankommt, ist, ich kann auch von meinen Schülern etwas lernen. Punkt. Bestes Beispiel, was heißt bestes Beispiel? Das Beste vielleicht nicht, aber ist ja mal wurscht. Vor 2 Wochen was rum hat mir ein Schüler einen Track, ich habe schon wieder vergessen, das Ding heißt, nein, das heißt nicht Cup of Coffee. Coffee for my head, danke, so heißt es. Coffee for my head. Ich habe den Rapper aber vergessen. So, hat er mir gezeigt. Ich dachte mir halt so, ja, okay, irgendwas. Also, ich habe es mir angehört, habe gesagt, okay, ja, ist ganz nice. Hat mich vom Stil her so ein bisschen mit der High-Pitch-Voice an Aiken damals erinnert mit Lonely. Aber er kannte diesen Rapper überhaupt nicht und dachte mir halt so, ja, wahrscheinlich so ein Underground-Rapper, keine Ahnung, was weiß ich. Haha, Underground. Ein paar Wochen später lief das Ding auf Kiss FM. Ich so, huch, kennst du doch? Krass, okay. Das heißt, Schüler können dir auch etwas zeigen, was du noch gar nicht kennst. Nimm es an. Weil ich meine, was ist denn daran schlecht? Jo. Dann ist natürlich auch immer die Frage zu einem guten Unterricht. Das Team haben wir jetzt also hergestellt, aber du musst auch vernünftig den Unterricht gestalten. Das heißt nicht, dass du alles von vorne bis hinten durchgeplant haben musst, sondern mach bitte nicht, wenn es um Schulunterricht geht vor allem, mach bitte nicht einen langweiligen Unterricht. Da schlafen dir alle Leute ein. Ich kann mich nicht da vorne hinstellen, egal was, wie auch immer. Ja, heute machen wir Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach wurde geboren in Eisenach und dann bin ich leider eingeschlafen und deswegen weiß ich den Rest selber nicht mehr. Nein, tu das nicht! Wenn du schon Fakten auf den Tisch legen musst, und manchmal geht es nicht anders, dann gestalte das wenigstens interessant. Wie auch immer du das tust, oder trag es einfach lustig vor. Beispiel, ich von mir aus mit indischem Akzent. So. Ich stelle mir das gerade vor. Geil. Aber mach irgendwas, dass es nicht langweilig wird. Was beim Musikunterricht, beim Musikschulunterricht ganz wichtig ist, vor allem bei Gesang,
Bei Gesang machst du dich ja manchmal mit diversen Stimmbildungsübungen und so weiter unglaublich zum Arsch. Ist so. Weil dann stehst du da teilweise na 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 na. Scheiße, jetzt hab ich selber versaut. Na! Und du denkst dir auf jeden Fall so, nein, bitte nicht zuhören, bitte nicht zuhören. Das Scheiß klingt scheiße. Und genau, stehst du aber na! Ja, So. Wenn ihr solche Übungen macht, und die muss man machen bei Gesangsunterricht, früher oder später musst du die machen, auch mit Gesangsanfängern, so wie ich das jetzt habe, erklär es. Erklär, ey, Dicker, wir müssen uns eine Runde zum Arsch machen, wir müssen es machen, weil dann klingt die Stimme lauter, weil dann das und das, weil dann weniger Bäume sterben, wie auch immer. Erklär's. Dann weiß der Schüler nämlich, der macht einen Sinn, cool. Okay. Oder erzähl lustige Stories. Es tut mir sehr leid, Robin, aber ich muss diese Stories erzählen. Robin, falls du das siehst, es tut mir sehr leid. Hintergrund, Kumpel und ich hatten mal zusammen Stimmbildung und Kumpel machte ein bisschen heftiges Vibrato, worauf unsere Lehrerin meinte, Robin, du willst jetzt nicht wieder singen wie ein Schaf. Und solche Stories musst du einfach bringen, weil es war einfach ultra lustig. Es tat mir sehr leid, aber ich musste lachen. Oder bezieht es auf euch selber. Wenn ich manchmal Schüler irgendwas im Kreis spielen lasse, damit es sich einprägt. Ich sag, Leute, wir haben das früher in der Ausbildung genau so gemacht. Wenn es irgendwelche schwierigen Stellen gab, die man erklären musste, die man so nicht, wo die Melodie ein bisschen verquer war, wo keine Ahnung, spiel es im Kreis. Wir haben es dann echt zigmal auch selber im Kreis gespielt und so weiter. Erzählt aus eurem Leben. Sagt den Leuten genau, was ihr, dass ihr das genauso gemacht habt. Weil sonst denken die so, Scheiße, ich muss das im Kreis spielen. Das ist total blöd. Nein, ich kündige. Ich kann das nicht. Doch, du kannst es. Aber wir müssen es leider so üben, damit du es draufkriegst. Und das Ergebnis wird dann ziemlich geil. Oder zeig Leuten, was daraus werden kann. Wenn die es noch nicht selber spielen können, spiel's ihnen vor. Zeig ihnen, ey, da und da wollen wir hin. Oder gib ihnen erstmal was Einfaches an die Hand und spiel halt den Rest dazu. Das sind alles Sachen, die du machen kannst, damit die Leute merken, ey, okay, geil, wenn ich noch ein bisschen mehr übe, ausnahmsweise, dann kommt das und das dabei raus. Geilus. Und schraubt eure Ansprüche runter, was Üben angeht. Man darf sagen, dass sie üben sollen. Aber ich werde einen Teufel tun und irgendwelche Schüler dafür schimpfen, wenn sie mal nicht geübt haben. Weil ich mir einfach denke, ey, erstens warst du früher nicht unbedingt besser. Zweitens, die kriegen es auch. Ja, dann dauert es ein bisschen länger, aber die kriegen das schon hin. Und die wollen ja, die machen ja Musik, weil es ihnen Spaß macht. Musikschule ist ja, da sind sie ja hoffentlich freiwillig. Und ja, Gott, waren wir früher besser? Nein. Man darf nie vergessen, wie man früher eigentlich selber drauf war. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Absolut. So, und last but not least, jetzt kommen wir zum etwas heikleren Thema. Die sogenannten Präventionsmaßnahmen. Ich habe Gott sei Dank noch nicht irgendwo eingreifen müssen. Gut, wäre auch in 6 Monaten, die ich jetzt berufstätig bin, echt krass. Aber hört mal auf Untertöne. Bestes Beispiel. Letzte Woche, Schüler von mir kam rein. Hallo. Hallo. Wieso redest du so langsam und so? Alles scheiße. Warum denn alles scheiße? Ja, ich muss Probe schreiben und keine Ahnung und davon hängt ab, ob ich auf die und die Schule komme und bla. Ich so, Homie, worum geht es dir? Ja, ich brauche Realschulabschluss, keine Ahnung. Der ist aber noch lange nicht in der 10. oder so, sondern ich glaube, der kommt jetzt in die 7. Klasse. Ich sag, Bruder, Bruder, pass auf. Selbst wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eine, musst du halt die Ehrenrunde über Hauptschule drehen, aber dein Realschulabschluss ist damit noch überhaupt nicht verloren. Und selbst wenn das jetzt, sage ich mal, nehmen wir jetzt mal an, das wäre die 10. Klasse gewesen und wirklich sein Abschluss hängt davon ab. Ja, schön, okay. Aber
Mit sich selber da drüben. Selbst wenn jetzt mal was schief geht, ich habe das selber so oft erlebt, dass Sachen schiefgelaufen sind und ich dachte, Scheiße, was machst du jetzt? Was soll ich euch sagen? Es ging immer irgendwie weiter und heute stehe ich da, wo ich stehe. Es ist immer noch nicht, weiß Gott, alles perfekt, aber ich weiß, ey, wenn irgendwas schief läuft, ich habe meine Leute hinter mir, yo, und genau das müsst ihr denen sagen. Ey, selbst wenn das jetzt schief geht, wir finden einen Weg, wie du weitermachen kannst. Es wird weitergehen. Das ist nicht das Ende der Welt. Genau. Also, wie gesagt, immer auf so. Und was soll ich euch sagen? Wir haben geredet und eine Viertelstunde später sah die Welt viel besser aus. Ui, das war ja eine 180-Grad-Wende. Und gut, klar. Wo wir leider nicht drinstecken ist, wie es zu Hause immer so aussieht, sag ich mal. Aber ich hatte das Gefühl, da er ja auch schnell wieder anders drauf war, dass da jetzt von zu Hause auch kein Megadruck war. Also, aber natürlich, das wissen wir nie. Und da kann man auch tatsächlich, ich rede hier aus Erfahrung, immer nur versuchen, ein bisschen dahinter zu kommen. Weil oft, und hier rede ich aus Erfahrung, trauen sich Kinder nicht, sowas anzusprechen. Die eigenen Eltern zu verraten ist, wow, heißes Eisen. Vor allem, wenn das schief geht für die Kids. Genau, und vielleicht da auch immer vermitteln, das hätte mir vielleicht früher geholfen, zu sagen, ey, Bruder, Bruder, Alter, was? Selbst wenn du kannst es mir erzählen, ich werde erstmal nichts machen, was du nicht willst. Aber lass uns wenigstens darüber reden und ich kann mich umhören, was wir machen können. Und wenn wir dann einen guten Plan haben, und der ist wirklich gut, der Plan, der ist zu 99,99999% gut, dann können wir diesen Plan verfolgen und das machen und versuchen, dich da rauszuboxen. Vorher machen wir nichts, weil wenn das schief geht, sind die noch mehr am Arsch, weil die dann von zu Hause richtig krass Ärger kriegen. Also noch mehr als ohnehin schon. Deswegen immer sagen, ey, wir machen uns einen Plan, aber der muss erstmal gut stehen und vorher machen wir gar nichts. Vorher kannst du mir gerne weiter erzählen, was da passiert. Ich versuche dir aus dem Hintergrund Tipps zu geben, was du machen kannst. Aber ich werde nicht hingehen und jetzt einfach mal drauf los irgendwas machen. Bitte tut das nicht. Dann bringt ihr die Leute noch mehr in Schwierigkeiten als ohnehin schon. Genau. Yeah, that's it for now. Also, Leute, macht bitte einen interessanten Unterricht und, yo, die Kids, ihr seid nicht besser als die Kids. So rum, bitteschön. Ja, ihr könnt denen was zeigen. Weißt du, ich sehe mich immer mehr als Mentor. Ich kann dir was zeigen, aber ey, ich bin ja nicht unbedingt klüger als du. Klar, schön, toll, ich weiß ein paar Sachen mehr und ich habe ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Ja, interessant. Aber, wie gesagt, dann kommen meine Kids mit irgendwelchen Rappern, die ich nicht kenne. Ich höre mir das an, ich mag ja sämtliche Musikrichtungen, sag halt ein bisschen was dazu. Oh ja, das ist auch ein letzter noch. Liebe Eltern, ich verstehe euch ja, dass eure Kinder keine Texte mit Schimpfwörtern hören sollen. Aber glaubt ihr wirklich, nur weil ihr das sagt, dass sie das nicht tun? Nein, sie tun es dann eher noch mehr. Das heißt nicht, dass ihr euren Kindern nicht sagen dürft, dass Hurensohn ein Schimpfwort ist. Das heißt nur, dadurch, dass ihr es verbietet, provoziert es eigentlich umso mehr. Weil es ist total cool, Alter. Und deswegen. Also dann hört es wirklich lieber mit. Redet mit euren Kids drüber, dass das Hip-Hop-Kultur ist. Dass die zwar ziemlich cool aussehen auf dem Screen und so weiter, aber dass die eigentlich, dass das eigentlich mehr Proll ist als, genau. Zeigt euren Kindern die Artikel, dass sämtliche Autos, Uhren und Waffen und so weiter geliehen sind von irgendwelchen Filmfirmen und so weiter. Und ja, es gibt Hip-Hopper, die leicht kriminell sind. Das wird man aus der Branche wahrscheinlich auch nicht mehr rauskriegen. Aber es gibt auch genauso gute andere Beispiele. Azad zum Beispiel oder Kool Savas oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, liebe Eltern, ich fürchte, ihr müsst es mithören. Das ist,
Ich meine, ey, nicht jeder, der Killerspiele spielt, wird ja hinterher Killer, oder? Und genauso wird nicht jeder, der Asi-Hip-Hop hört, gleich ein Asi. Also außer ich vielleicht, aber das ist was anderes. Yo, alles klar. So far, see you soon. Bis bald. Ciao.